Ja, ich hatte eigentlich immer viel Glück in meinem Leben und begonnen zu lachen und zu lächeln. Ich habe gedacht, ich bin auf Reise, ich fasse es nicht. Mit meinem Rucksack hat sich eine Art Freundschaft entwickelt. Ich habe bemerkt, dass sich gleichzeitig alles und nichts verändert hat. Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch. Beim heutigen Mut Talk möchte ich den lieben Massi ganz herzlich willkommen heißen. Massimiliano Sciliero aus Italien und in Italien. Hallo Massi, ganz herzliche Grüße nach in der Nähe von Genua, glaube ich, bist du, gell? Genau, hallo Ira. Ganz genau heißt der Ort Gavi, so 50 Kilometer nördlich von Genua. Das heißt, du bist im Augenblick gerade mal in deiner Heimat, oder? Genau, hier bin ich geboren und aufgewachsen und hier leben immer noch meine Eltern. Und ja, das ist sozusagen wirklich mein Zuhause. Okay, danke, dass du dir auch während deines Elternbesuchs die Zeit nimmst, heute im Mut Talk zu Gast zu sein. Das weiß ich besonders zu schätzen und freue mich, dass wir wieder mal Gelegenheit haben zu plaudern. Ich habe vorher gerade nachgeschaut, wir kennen uns bereits seit 10 Jahren. Wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt, da warst du gerade bei den Pioneers of Change. Genau, jetzt wollte ich mal. Ja, genau. Und jetzt wollte ich mal mit dir so eine kurze Reise in die Vergangenheit machen, dass du so erzählst, was war denn damals? Und damals warst du in Wien. Ja? Was hat dich eigentlich damals nach Wien geführt und was hat dich damals bewegt? Und dann schauen wir so ein bisschen mit Schnelldurchlauf in die Gegenwart. Ja, sehr gerne. Ja, bin ich. Okay. Also, was hat dich nach Wien gebracht damals, vor 10 Jahren oder länger? Ja, Wien hat mich eigentlich eine Frau gebracht und ein bisschen länger als vor 10 Jahren. Das war 2004, wo ich meinen europäischen Freiwilligendienst in Deutschland gemacht habe, damals in Dortmund. Und dort habe ich eine nette Wienerin kennengelernt und danach hatten wir ein Jahr Fernbeziehung, weil ich ein Jahr Zivildienst in Kosovo gemacht habe. Und gleich nach dem Kosovo war es mir klar, dass wir irgendwie zusammen sein wollen, aber im gleichen Ort. Und deswegen bin ich im Oktober 2006 in Wien angekommen. Und ich kannte damals wirklich praktisch nur meine Freundin. Und ja, mein neues Leben in Wien hat damals begonnen, ohne praktisch niemanden zu kennen. Du hast dich ja, glaube ich, ziemlich schnell in Wien eingefunden, nicht nur privat, auch beruflich. Ja, hast ja einen spannenden Job in Wien gehabt. Ja, ich hatte eigentlich immer viel Glück in meinem Leben und Wien war dafür ein super Beispiel. Während ich in Kosovo gearbeitet habe, habe ich einen Mann aus Österreich, eine Person aus Österreich kennengelernt. Damals war für mich nur ein Name, der Georg Bauernfeind, ein guter Freund von mir, mittlerweile, also seit vielen Jahren. Damals war er für Jugend eine Welt in Pristina zu Besuch. Das ist dieser entwicklungspolitische Verein. Das heißt, wo ich in Wien angekommen bin, kannte ich eigentlich 2 Personen. Die Petra, meine Freundin, und den Georg, den ich vor einigen Monaten vorher in den Kosovo kennengelernt hatte. Und ich habe mich bei ihm gemeldet und gesagt, schau, ich bin jetzt in Wien, ich suche einen Job und kannst du mir irgendwie helfen? Und er hat gesagt, komm kurz vorbei zu uns, zu Jugend einer Welt und mal schauen, was das passieren kann. Und es war eine ganz spannende Situation, weil plötzlich stand ich dort und es gab den Geschäftsführer Reinhard und es war ein Vorstellungsgespräch beim Café. Und der meinte zu mir, ja, du bist Italiener, du kennst dich gut aus mit den Salesianer Don Boscos, das sind unsere Projektpartner weltweit. Und ja, probieren wir es mal. Das heißt, ich habe einige Monate Praktikum bei Jugend einer Welt gemacht und 4 Monate danach wurde ich angestellt als Assistent des Geschäftsführers. Und das war für mich wirklich eine tolle Überraschung und auch wirklich ein Glücksfall, weil ich nach Wien kam ohne Job und nach wenigen Monaten hatte ich schon eine Fixanstellung und nicht irgendeine im Bereich, wo ich arbeiten wollte. Also im entwicklungspolitischen Bereich, in einer NGO und da war plötzlich der Job da. Und das war natürlich ganz spannend und ich habe versucht, mein Glück zu verdienen, indem ich in den nächsten Jahren danach wirklich gut gearbeitet habe und mich in diesem neuen Leben in Wien
gut eingelebt habe. Das war am Anfang sprachlich nicht einfach. Ich hatte zwar Deutsch an der Uni studiert und 1,5 Jahre in Deutschland gelebt, aber ich kann mich noch sehr gut an meine erste Teamsitzungen erinnern mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich. Und das war damals unglaublich schwierig, alle diese, also unterschiedliche Akzente und Dialekte zu verstehen. Aber ja, das hat dann gut geklappt. Und für ja, 3,5 Jahre war eigentlich Wien, eigentlich auch länger. 4 Jahre war Jugend eine Welt mein Arbeitsplatz. Die Beziehung mit der Freundin ging dann 2008 leider zu Ende. Aber ich habe gedacht, ich will weiter in Wien leben, weil ich meine Arbeit sehr, sehr mag. Und das ging weiter nach für ein paar Jahre, bis eigentlich eine Reise geschah, die mein Leben verändert hat. Das war für mich schon ein sehr wichtiger Moment. 2009 war ich für 10 Tage als Tourist in Sri Lanka unterwegs. Und das war noch eine ganz normale Reise in einem Reiseparadies im Süden der Insel. Und dann kam dieser Tsunami. Also ich nenne das für mich einen emotionalen Tsunami, weil ich, also Erschütterung, die mich wirklich stark verändert hat. Nach 2 Wochen Urlaub im Süden der Insel war ich eine Woche unterwegs im Norden, also beruflich, für Jugend eine Weile im Einsatz. Ich habe Don Bosco-Projekte besucht mit ehemaligen Kindersoldaten. Und es war unglaublich stark als Erfahrung zu sehen. Einerseits hatte ich gerade die Insel als Reiseparadies erlebt, also mit Stränden und buddhistischen Tempeln und alles Schönes, was auf der Insel gibt. Und eine Woche danach, vielleicht 300 Kilometer nördlicher, waren plötzlich Bürgerkriegszustände. Der Bürgerkrieg war gerade zu Ende. Es gab überall Flüchtlingscamps und es gab eben diese Don Bosco-Zentren mit ehemaligen Kindersoldaten, die noch Verletzungen auf ihren Armen und Beinen hatten, die völlig traumatisiert waren und so weiter und so fort. Und ich war dann eben von Urlaub bis plötzlich auf Projektreise und der Unterschied war so krass, dass ich einfach mich nicht mehr auskannte und da emotional sehr beeindruckt war von diesen ganzen Dingen, die ich gesehen habe. Und es kam dann zum letzten Tag, weil ich in der Nähe von Colombo, also von der Hauptstadt Sri Lankas, und ich habe einen weiteren Don Bosco-Projekt besucht. Und das war für ehemalige Straßenkinder, die auch sexuell missbraucht wurden, von westlichen Touristen vor allem. Also man kennt Sri Lanka vielleicht nicht als Sexreise, also Land, wie Thailand oder andere, aber es gibt leider diesen Sextourismus, vor allem mit Burschen. Und es war damals für mich total erschrocken, das alles zu erfahren und vor allem zu sehen an diesen Kindern, die wirklich schon sehr starke und schlimme Erfahrungen hinter sich hatten. Und am Ende dieses Besuchs, wirklich in den letzten Minuten, hat mich der Direktor von diesem Zentrum gefragt, warum bleibst du nicht hier und wirst du Volontär für uns. Wir würden brauchen einen Volontär, der hier bleibt, der Englisch unterrichtet, der mit den Kindern spielt. Du warst so beeindruckt von diesem Projekt, bleib hier. Mhm. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, du bist verrückt. Ich habe meinen Flug nach Wien, der fliegt in 3 Stunden und in Wien ist mein Leben, meine Arbeit. Ich hatte in der Zwischenzeit eine andere Freundin und viele Freundinnen und Freunde. Und ich habe gesagt, ich kann nicht alles verlassen. Und ich bin dann zurückgeflogen und dieser Satz kam immer wieder in meinen Kopf. Warum bleibst du nicht hier? Warum bleibst du nicht hier? Und ich saß wieder vor einem Computer in meinem Büro, in meinem Job, das ich sehr mochte und ich sagte, boah, das will ich irgendwie nicht mehr. Ich kann es nicht mehr weiter. Das war dieser Tsunami. Das war wirklich so ein paar Monate, wo ich total in einer Krise stecken geblieben bin, wo ich nicht mehr wusste genau, wer ich bin, was ich will. Ich bin damals dann über Weihnachten, also mein Geburtstag ist am 2. Jänner, also während der Weihnachtsferien war ich dann in Italien, bin 29 geworden und sagte mir die ganze Zeit, Wahnsinn. Ich habe immer gesagt, bis 30 werde ich viele Träume realisieren und mein größter Traum ist zu reisen und ich bin immer noch in Wien, wegen einer Beziehung und dann bin ich geblieben, wegen der Arbeit und dann, ich kann nicht weggehen, weil es dazwischen noch eine weitere Beziehung gibt, was tue ich da? Und ich hatte wirklich eine Krise und
Andererseits fühlte ich mich dann schuldig, weil ich sagte, was beschwerst du dich? Also ich habe gerade auf der Welt gesehen, dass es so viele Probleme und Tragödien gibt und ich beschwere mich, weil ich eine Arbeit habe, eine Freundin habe, was ist mit dir los? Weißt du, es war wirklich sehr krass, als ob zwei Stimmen in mir die ganze Zeit geredet hatten, wie sich die Entscheidung getroffen habe, die wirklich mein Leben verändert hat. Und zwar bin ich zu meinem Chef gegangen und wir sind mittlerweile auch sehr gute Freunde geworden und ich habe gesagt, schau, ich habe den Eindruck, ich kann nicht weitermachen. Ich liebe Jugend eine Welt, ich fühle mich hier zu Hause, es ist wie eine Familie, aber ich brauche eine Auszeit und ich denke, ich will eine Weltreise machen. Also es ist jetzt keine Flucht, ich mag das hier sehr, aber ich bin bald 30 und ich muss meine Träume realisieren, sonst kriege ich die Panik. Und mein Chef war damals, Gott sei Dank, sehr verständlich und hat mir gesagt, gut, Hauptsache du gehst jetzt nicht von einer Minute bis zur nächsten weg und wir regeln das noch. Und ich habe Bildungskarenz beantragt und dann kam es so weit. Und es war eigentlich spannend, weil ich dachte, gut, ich nehme mir ein Jahr Auszeit, um die Welt zu bereisen, um etwas zu sehen. Und dann kam alles anders, weil dazwischen dieser Lehrgang startete, Pioneers of Change. Mhm. Ich habe davon gehört und ich dachte, Wahnsinn, es klingt wirklich interessant. Ich denke, ich bleibe in Wien, anstatt meine Weltreise zu machen. Also das Leben ist manchmal bringt viele Pläne durcheinander. Ja, das heißt, da hast du wegen dem Pioneers of Change Lehrgang dann deine Weltreise ein bisschen verschoben. Genau, weil ich in dieser Zeit bemerkt habe, ja, Weltreise, aber eigentlich, warum? Wer bin ich? Was will ich wirklich? Ich hatte wirklich, also dieser Tsunami hat mich so stark getroffen, dass ich dann dachte, jetzt reise ich einfach weg. Will ich weg von Wien oder vielleicht ist nur für eine kurze Zeit? Keine Ahnung. Und da kam wirklich Pioneers of Change im richtigen Moment. Ich kann mich erinnern, wo ich dachte, gut, es startet. Der Name klang schon ein bisschen spannend. Pionier des Wandels, keine Ahnung, was wir da wohl sein. Und vom ersten Seminartag an habe ich bemerkt, dass es extrem spannend und extrem schwierig für mich werden würde. Die erste Übung beim ersten Tag war, zeichne, also auf eine Zeichnung, auf ein Blatt Papier, zeichne dein Leben. Ah, dein ganzes Leben. Dafür 20 Minuten. Und wo ich diese Übung bekommen habe, totale Panik bekommen und ich schaue mich herum auf alle anderen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, super Übung. Sie beginnen zu malen, zu zeichnen. Ich bin dort total blockiert. Ich dachte, was soll ich zeichnen? Ich habe wirklich wie Kinderzeichnungen gemacht. Ich als Kind, ich als Jugendlicher, ich als Martin Wien. Ja, und ich habe gedacht, gut. Wenn ich diese Reise machen will in diesen Lehrgang, dann muss ich offen sein. Mhm. Und es gab viele Module, also immer intensivere Module von 3 bis 4 Tagen mit vielen Übungen, die für mich total unbekannt waren. Auch diese Momente in der Natur mit einer Frage in der Natur oder viele Gruppenübungen, wo ich mich einfach einlassen musste. Und das war für mich, wie gesagt, am Anfang eher schwierig. Und dann kam es spannender und spannender, weil ich bemerkt habe, ich finde mich nach und nach mehr und mehr. Also es geht nicht nur darum, ein Projekt zu entwickeln im Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so fort. Das war eben ja auch eines der Ziele. Aber ich habe wirklich bemerkt, gut, es geht vor allem darum, zu verstehen, wer ich bin und was ich tun will. Und das war wirklich so. Im Laufe des Jahres Modul nach Modul habe ich mir gedacht, gut, ich bin in einer Phase der Transition, es geht zu etwas Neuem. Was ich mir am meisten wünsche, ist zu reisen, weil es kam dann irgendwann so klar. Und ich soll irgendwie, es gab dieses spannende Geldmodul, also was ist Geld für dich? Also das war die Frage und ich sagte, naja, Geld für mich ist Sicherheit. Und der Moderator sagt, dann bist du unsicher. Es war immer diese Schläge ins Gesicht, dann habe ich gar nichts gecheckt und es war irgendwie spannend zu merken, dass ich eigentlich Angst hatte, wegzuziehen von Wien, auf einer Weltreise zu gehen und kein Gehalt mehr zu bekommen. Ich dachte, das ist
Es klingt spannend, aber dann das umzusetzen, das hat mir schon ein bisschen Angst gegeben. Und deswegen habe ich gelernt, Schritt für Schritt Dinge zu tun. In jenem Sommer zwischen einem Modul und dem nächsten habe ich eine Probereise gemacht. Ich habe gedacht, bevor ich irgendwo hinreise, ganz weit weg und alle hinter mir weggelassen habe, ich mache eine Probereise. Ich war 7 Wochen in Portugal und Spanien unterwegs, schon mit Couchsurfing. Das war für mich damals die beste Art des Reisens, also von Leuten in ihren Häusern aufgenommen zu werden und ihre Kulturen und Sprachen so zu kennen und dann mit Volontariat und dann einfach mit herumreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ein bisschen Auto stoppen und Rucksack auf die Schultern, um das zu probieren. Die Probereise war so gut und so spannend, dass ich dann am Ende vom Lehrgang bei Unis of Change gedacht habe, gut, ich habe jetzt verstanden, wer ich bin, wohin es geht, auf eine Weltreise und dass es Schritt nach Schritt sein soll. Weil man sieht sich die Weltkugel an oder eine Karte und denkt, boah, die Welt ist so groß, beginnen wir von irgendwo. Und da kam die Entscheidung, ja, okay, ich bin jetzt bereit, Wien zu verlassen und ich beginne eine Weltreise. Und ich kann mich dann erinnern, das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und auch öfters getroffen haben, wo ich diese ganze Phase des Abschieds so auch irgendwie ein bisschen geplant habe, weil Wien für mich so eine wichtige Stadt mit so wichtigen Menschen war, dass ich einfach nicht von einem Moment bis zum nächsten weggehen wollte. Und das war ein längerer Prozess mit Abschiedsfest und mit Pilgerweg von Wien nach Mariazell und dann eigentlich weiter bis nach Graz zur Sommerakademie. Es war wirklich ein Sommer 2011 war ein unglaublicher Sommer des Abschieds, wo ich nach und nach den Leuten gesagt habe, jetzt geht's los, mein erster Schritt wird weg von Wien zu gehen und dann Richtung Südamerika nur im Weg, ohne zu wissen, wie lange es dauert. Und das war wirklich so, es hat sehr gut gepasst. Ich kann mich erinnern, nach Woche und Tag nach Tag, es war immer näher, dass ich weg von Wien gehe und dann war einfach der Moment, ich habe einen Großteil meines Besitzes damals in Wien einem dem Don Bosco Führungswerk geschenkt, also all meine Klamotten und Computer und Fernsehen und viele andere Dinge, wo ich dachte, ich werde sie nicht auf meine Weltreise mitnehmen können, ich schenke sie und dann fühlte ich mich so leicht, dass ich einfach sagte, ich bin jetzt bereit, loszureisen. Mhm. Wie bist du denn das genauer angegangen mit der ersten Etappe deiner Reise? Hast du das genau geplant oder hast du einfach ein Flugticket gekauft und gesagt, ich schaue dann, was passiert? Hast du gewusst, was du tun willst und wie? Wie war denn da dein Prozess? Es war so schwierig, wirklich diese Entscheidung zu treffen, Wien zu verlassen, dass ich dachte, ich will mich nicht auf zu viel festhalten. Ich wusste, ich habe irgendwann entschieden, ich denke 6 Monate vor der Abfahrt, einfach gesagt, gut, Südamerika, weil ich ein bisschen Spanisch kann, ein bisschen Portugiesisch und weil ich denke, es wird ganz spannend, ich liebe die Natur und es gab in Südamerika so viele Orte, wovon ich immer geträumt habe, diese Namen auf der Landkarte. Ich habe gesagt, gut, Hinflug nach Brasilien und dann geplant, gedacht war 1 Jahr. Ein Jahr hat es gut geklungen. Also 1 Jahr, 12 Monate bin ich weg und mal schauen, was passiert. Und ich hatte im Kopf irgendwie eine Rundreise durch Südamerika, aber ganz genau wusste ich auch nicht, wie es kommt. Deswegen war eigentlich die Abfahrt, also der Tag, wo ich von Gavi, also von meiner Heimatstadt, wo ich gerade bin, eine der schwierigsten und gleichzeitig der schönste meines Lebens. Ich bin ein Einzelkind und meine Eltern waren nicht besonders froh, dass ich meine fixe Anstellung verlasse. Es war auch schon die Zeit der Wirtschaftskrise, also es ist weitergegangen, aber damals war schon ein großes Thema die Wirtschaftskrise von 2008 und danach und viele Jobs verloren und so weiter. Und ich habe einen fixen Job und einfach weg zu reisen. Und deswegen in jenem September 2011, ich war so begeistert, es geht weg, ich bin bereit. Und für meine Mutter, sie hat es mir auch später immer wieder gesagt, das war der traurigste Tag meines Lebens. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe dich nicht mehr. Oh. Da konnte schon etwas dramatisch sein. Italienische Mütter
200 Mal wieder. Mit Tränen und so, aber ich kann sie auch verstehen. Und ich, wo ich mich dann von meinem Papa am Bahnhof verabschiedet habe, ich habe am Anfang voll geweint und nach 10 Minuten vom Weinen habe ich einfach begonnen zu lachen und zu lächeln. Ich habe gesagt, ich bin auf Reise, ich fasse es nicht. Und ja. Ich bin mit einem Rucksack, ich habe einen Flug, im Flug nach Brasilien, wo ich nie war, und mal schauen, was passiert. Und die ersten Wochen, ich bin in Salvador, bei Bahia gelandet, also das war schon ein Paradies, also mit Stränden, und ich habe mich sofort in die portugiesische Sprache, die in Brasilien gesprochen wird, verliebt. Nach wenigen Tagen habe ich einfach begonnen, Portugiesisch zu reden, irgendwie. Es war so gut und ich habe Zeitungen gelesen und ich habe von Anfang an praktisch nur Couchsurfing gemacht, also dieses Plattform, die bietet Schlafmöglichkeiten, das muss nicht immer eine Couch sein, teilweise sind das Betten, teilweise auch nur den Boden, aber es hat so begonnen, dass ich einfach bei unterschiedlichen Leuten in Salvador übernachte und schaue, was passiert. Einer meiner ersten Gastgeber, der war aus Kolumbien, ein älterer Mann, der ein Projekt in der Chapada Diamantina, das ist diese Bergregion von Bahia, also es gibt schon höhere Berge, und er hatte dort eine Art Öko-Projekt und hat gesagt, ich gehe nächste Woche dorthin, kommst du mit? Und ich sagte einfach, ja, ich komme mit. Und ich war 10 Tage dort, kann mich erinnern, ohne Strom, ohne warmes Wasser, auf einer Hütte auf den Bergen, ohne Handyempfang. Es war wirklich absolute Freiheit. Damals gab es praktisch noch keine Smartphones. Das heißt, einfach E-Mail schreiben an meine Eltern, ich bin mal 10 Tage offline, ungefähr dort, keine Sorgen, es geht mir gut. Und das war für mich wirklich am Anfang jeden Tag so schön, dass ich sehr oft vor Freude geweint habe. Ich kann mich immer noch ganz genau an das Gefühl erinnern, aufzuwarten, wo bin ich? Ah ja, stimmt, ich bin auf einer Weltreise in Brasilien, ich habe auf dieser Couch geschlafen. Warte, was mache ich? Weiß nicht genau. Wie spät es ist, interessiert mich eigentlich nicht. Und ja, nach ein paar Wochen einfach die Uhr, die ich immer hatte, weggenommen. Und ja, ich hatte mein altes Handy Nokia, wo die Batterie eine Woche gedauert hat und einfach nur SMS schicken konnte, ab und zu meine Eltern oder eben im Internetcafé eine E-Mail schicken. Aber es war damals die absolute Freiheit. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, empfehlt ihr mir Orte? Und die Leute haben mir wirklich gesagt, gut, du sollst dann unbedingt dort gehen. Bin dort gegangen. Ah, dort kenne ich eine Person. Ich bin dort gefahren. Und dann der Küste entlang, also nach Süden. Ich bin dann in Rio de Janeiro angekommen und dort habe ich, da war eine von diesen Situationen, wo ich gedacht habe, ja, hier könnte ich länger bleiben. Also Rio de Janeiro. Ich war 2 oder fast 3 Wochen dort und ich dachte, boah, meine Reise könnte irgendwie hier zu Ende sein, weil es so toll ist und so eine unglaublich schöne Stadt. Aber da kam immer wieder mein Rucksack im Gespräch. Also es ist irgendwie lustig, weil mit meinem Rucksack hat sich eine Art Freundschaft entwickelt oder sogar. Ich sage das, in meinen Reisejahren war mein Rucksack meine Freundin, meine beste Kumpel und alles. Und er hat irgendwie auch mit mir geredet. Und er sagte, das soll eine Weltreise sein, nicht ein Rio de Janeiro-Besuch. So, also weitergehen. Das heißt, er hat dich weitergetrieben, dein Rucksack. Hat dich weitergetrieben und gesagt, zieh weiter, lieber Massi. Genau, das war eine Art so, hier ist es cool, du lernst sicherlich viele tolle Dinge, aber weiter. Du hast ein ganzes Kontinent zum Entdecken und du hast viel, viel Zeit. Also bleib schon länger an den Orten, die dir gefallen, aber schau, dass du weitergehst. Und es war wirklich so dann Monate lang. Ich habe, es hat einfach begonnen. Kannst du mich hören? Ja. Ah, okay. Na, es hat sich kurz notiert. Ja. Na, es ist dann einfach so lange weitergegangen. Also geplant war ein Jahr, aber dann habe ich bemerkt im Laufe der Monate, mal schauen. Also ich bin von Brasilien runter nach
Uruguay gereist und dann nach Argentinien und dann Peru und dann Chile und dann Bolivien. Und da war ich wieder in Brasilien und die Welt hat sich geöffnet von mir. Ich habe hunderte Menschen kennengelernt, unglaublich viele Leute haben als Couchsurfing oder dann mit Woofing oder mit anderen Projekten. Ich war bei ihnen zu Gast, bei manchen länger, bei manchen kürzer. Innerhalb von wenigen Monaten habe ich wirklich gut Portugiesisch und Spanisch gelernt. Ich fühlte mich überall zu Hause. Ich habe dann begonnen, eben diese Träume zu realisieren, Orte zu sehen, Wüsten und Wälder, Regenwald, Flüsse, Titicacasee und die Wüsten in Chile, alle Namen, Atacama-Wüste und so weiter, alle Namen, die irgendwie ich auf der Karte gelesen habe, die sind Realität geworden. Und das macht süchtig, also unglaublich süchtig. Es kam die Zeit, nach 4-5 Monaten, wo ich dachte, ich werde nie aufhören. Ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören, weil es ist einfach so cool. Und ich habe dann auch immer wieder andere Reisende kennengelernt, die meinten, wow, das wird wie eine Droge, weil es ist ein neuer Ort, du bleibst eine Woche an einem Ort, dann Bus eine Nacht und du wachst auf wie ein neues Leben. Es war wie jede Woche ein neues Leben zu beginnen mit neuen Menschen, neue Orte, mal am Strand, mal auf den Bergen, mal auf den Anden, mal sehr kalt, mal sehr warm, aber irgendwie immer neu und spannend. Und das war wirklich sehr, sehr toll. Und ja, ich habe einen guten Kontakt mit meinen Eltern gehabt und die haben ab und zu gefragt, wie lange wird es dauern, was denkst du? Und ich habe gedacht, ciao, ich bin so gut drauf, dass ich denke, es wird lange, lange dauern. Und dann hat meine Mutter mich besucht, sie wollte checken, ob ich jemals komme. Das heißt, mein Vater wollte nicht bis nach Brasilien fliegen, er war noch nie außerhalb von Europa und meine Mutter auch nicht, aber sie dachte, okay, meinen einzigen Sohn muss ich wiedersehen. Sie ist allein geflogen über 10 Stunden und dann ist sie am Flughafen in Rio de Janeiro angekommen und ich habe voll geweint. Ich habe da gedacht, gut, meine Reise wird nicht ewig weitergehen. Mhm. Also es hat wie etwas verändert, wo ich dachte, wenn ich allein auf der Welt wäre, könnte ich ewig weiter reisen. Aber Gott sei Dank bin ich es nicht, weil mittlerweile hatte ich auch schon ein bisschen Volontariat gemacht mit Straßenkindern oder in anderen Situationen, wo eben Kinder, Jugendliche nur davon geträumt hätten, Eltern zu haben oder Leute zu haben, die sich um sie kümmern. Und ich dachte, Wahnsinn. Ich meine, Eltern zu Hause, die weiß nicht, es ist super zu reisen, aber irgendwie muss ich mir dann auch sagen, dass es zu Ende geht. Und das kam dann so am 28. August 2012, das war der Geburtstag meiner Mutter und ich habe mich entschieden, den Rückflug zu buchen. Also es kam dann die Bestätigung per E-Mail und ich sagte meiner Mutter, alles Gute zum Geburtstag, ich komme zurück nach Hause und dann PS, schau gut auf das Datum, es wird der 20. Dezember sein. Also es fehlen noch 112 Tage. Wie lange es war, aber es war wirklich nicht morgen übermorgen, aber ich werde dann nach Hause kommen. Und die letzten Monate, ich war dann noch in Venezuela und Kolumbien und dann am Ende in Panama. Und von Panama bin ich angeflogen und es war wirklich perfekt. Ich fühlte mich sehr gut. Ich war in Amazonien, das war mein großer Traum und natürlich all die spannenden Dinge, die man dort sehen kann und dann an der karibischen Küste und so weiter. Es war wirklich wie alle viele, so viele weitere Träume zu realisieren, aber ein Teil von mir sagte schon, wow, irgendwann geht es nach Hause und ich freue mich sehr auf das Zuhause. Also das war wirklich es ist auch kein Widerspruch. Es ist schön, zu Hause zu sein oder eine Familie zu haben, es ist schön, auf Reise zu sein. Es kam dann so weit, dass ich am 20. Dezember 2012 wieder zu Hause war, wo ich meinen Eltern am Flughafen gesehen habe, habe ich wirklich so größte Freude empfunden. Und es war dann der Tag danach, der 21. Dezember 2012. Und das Ende der Welt war das, oder? Genau, ich habe wirklich damit gerechnet. Ich verbringe einen schönen Abend mit meinen Eltern. Das ist der letzte
Und dann ist die Wahl zu Ende und ich muss nicht auf diese Frage antworten, eine Antwort geben, die sicherlich gestellt wird, und was machst du jetzt? Weil ich schon Angst hatte. Aber der Weltuntergang kam nicht und dann beinahe hat es begonnen. Dass meine Eltern und Familie und Freunde, ich war wieder in Gavi, das ist eine kleine Stadt, 3000 Einwohner, also das ist für mich, wo sich fast alle kennen, dein Sohn ist zurück und was macht ihr jetzt? Meine Mutter, was machst du jetzt? Alle wollen wissen, was du machst. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will, weil ich den Eindruck habe, ich habe meinen großen Traum realisiert. Also eine Weltreise zu machen, oder zumindest eine längere Reise, es waren 15 Monate insgesamt. Einerseits hatte ich den Eindruck, ich will weiterreisen, andererseits, der Traum war erfüllt. Also keine Ahnung. Ich habe meinen Eltern gesagt, wollt ihr mir einen Gefallen tun? Lass mich 2 Monate Zeit, damit ich irgendwas checken kann. Und ich habe dann diese Zeit verwendet. Ich war bei ihnen zu Hause nach vielen Jahren wieder länger zu Hause. Ich habe mein Tagebuch der Südamerika-Reise wieder gelesen. Tausende Fotos, die ich gemacht hatte, wieder gesehen. Und ich dachte, wow, Wahnsinn, so viel habe ich erlebt. Es war wirklich viel. Und dann kam ich im März also wieder nach Wien. Und ich habe bemerkt, dass sich gleichzeitig alles und nichts verändert hat. Nichts, weil ich 90% der alten Freundinnen und Freunde wieder getroffen habe. Und ich war bei einem Pioneer-Modul dabei als Gast. Ich dachte, wow, es geht weiter. Und ich war bei Jugend eine Weile zu Besuch. Und sie sagte mir, wenn du zurückkommen willst, freuen wir uns sehr, dass du wieder mit uns arbeitest und so viele Dinge. Und gleichzeitig dachte ich, ist alles anders. Wien ist nicht mehr meine Stadt, wo ich leben will, kann. Also kann schon, aber will nicht. Und dann ist immer stärker geworden, die Reise muss weitergehen. Es ist nicht zu Ende, das ist der Beginn. Aber es muss eine Weltreise auf Etappen sein, weil ich meine Familie viel zu sehr liebe, dass ich jahrelang verschwinde und nicht nach Hause gehe. Das heißt, ich bin dann einige Monate in Italien geblieben und dann war klar, nach dem Südamerika wird Indien die zweite Etappe sein. Und diese Zeit war danach in Italien, wo ich begonnen habe, Vorträge zu halten. Also zuerst in Wien zu besuchen. Einfach für Freunde habe ich einige Vorträge organisiert, damit ich ein bisschen erzähle, was ich gemacht habe. Und es hat gut geklappt und ich habe gedacht, ich tue das auch in Italien. Und da hat wirklich ganz zufällig begonnen, dass ich zuerst in meiner Gemeinde und dann in den Dörfern hier in der Nähe Vorträge über meine Reise gehalten habe. Und dann wollten die Leute wissen, kostet etwas? Ich habe gesagt, keine Ahnung, kostet nichts. Aber wenn ihr eine Spende geben wollt für Projekte, die ich besucht habe, dann so. Und so hat auch diese Aktivität, völlig ungeplante Aktivität von Reisevorträgen und Spendensammlung. Und das war dann wirklich auch eine Konstante zwischen jeder Reise. Also du hast da schon ein bisschen vorweggenommen, das hast du dann so quasi zu einem Modell gemacht, ne? Über deine Reisen immer zu reflektieren und deine Erzählungen anderen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, hast du ja dann auch Bücher drüber geschrieben, oder? Genau. Ja, das war dann ganz spontan, weil ich gedacht habe, eben, mein Tagebuch war immer die Basis und dann nach der Reise reflektieren, was passiert ist und dann das erzählen, weil ich mag sehr Reisevorträge. Ich mag es, Geschichten zu erzählen. Und dann meine Lieblingsgeschichten habe ich irgendwie auch geschrieben und in Buchform veröffentlicht. Immer selbst gedruckt auf meinen eigenen Kosten, weil es mir klar war und immer noch ist, ich will aus meinen Reisen eigentlich kein Geld für mich machen, weil ich auf Reise so viel bekommen habe von den Leuten, dass alles, was von den Büchern kommt, muss zurück an die Leute gehen. Also vielleicht nicht an die gleichen, die mir was gegeben haben, aber ich muss alles im Kreis bleiben. Was heißt das ganz praktisch? Ich habe über eine Druckerei einige hunderten Kopien von meinen Büchern und von meinem Buch, also damals im ersten Buch, drucken lassen. Und bei meinen Verträgen sagte ich, willst du an das Buch 10 Euro freie Spende oder was du willst? Alles, was kommt, ist für Projekte, die ich besucht habe, wo ich Volontariat gemacht habe. Und so ist es weitergegangen. Die Reisen sind weitergegangen und am Ende habe ich 3 Bücher geschrieben, also eines über Südamerika, eines über Indien und eines über Südafrika.
Und in diesen Jahren zwischen den unterschiedlichen Etappen habe ich immer wieder Vorträge gemacht, gehalten, auch viele in den Schulen. Ich liebe es, in die Schulen zu gehen, mit den Kindern und den Jugendlichen. Dort Spenden sammeln ist für mich völlig sekundär. Das ist wirklich dieses Teilen von Erfahrungen und irgendwie Inspirieren von Jugendlichen, die sehr oft als so hoffnungslos und ohne Träume wirken. Und das Reisen und diese Abenteuer bringen immer ganz viel. Und das heißt, ich habe das immer wieder gemacht, in den letzten 7 Jahren über 150 Vorträge gehalten, mehrere tausende Kopien von meinen Büchern verkauft und circa 28.000 Euro Spenden gesammelt. Also wow. Das war wirklich alles selbst gemacht, aber es hat auch wirklich viel gebracht und das war für mich wirklich eine Freude, wo ich immer gedacht habe, wow, das ist teilweise auch mühsam, diese Verträge zu organisieren, vor allem am Anfang, wo mich niemand kannte und was willst du eigentlich erzählen und so. Ich sage, ja, gib mir eine Chance und es wird sicherlich ein toller Abend. Und das ist immer und sehr oft so geworden, weil ich nicht nur über Reisen rede, aber über Volontariat oder irgendwie über alternative Art von Reisen, also von völlig nachhaltig ist immer schwierig zu reden, aber meine Philosophie war immer, nur ein Hinflug und nur ein Rückflug und dann der Rest der Reise nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem also in Kontakt mit den Leuten zu sein. Ganz viel mit Bus, teilweise mit dem Boot in Südamerika und so weiter. Dann Vegetarier bleiben, egal was passiert. Und das war irgendwie ein zweiter Teil meines Lebens als Reisende, bis auf ganz wenige Aufnahmen, wo ich sonst wirklich fast nichts bekommen hätte. Ja, und das war dann ganz viel mit den Leuten. Also immer aktiv zu sein in Sozialprojekten. Ich war dann in Indien, also zweimal, insgesamt fast ein Jahr. Und ich habe ganz viel Volontariat mit Straßenkindern gemacht. Lustigerweise bin ich nie zurück nach Sri Lanka gefahren, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte zu jenem Projekt. Aber ich dachte mir, das war der Start. Ich muss jetzt nicht dort, genau dorthin zurückgehen. Ich kann eigentlich das woanders auch tun. Und ich habe dann in sehr ähnlichen, immer also Don Bosco-Projekte von diesen Salesianer-Orden in Indien gearbeitet, an vielen Zentren für Straßenkinder. Und das war wirklich der Moment, wo ich konnte mich an diesen Satz erinnern, warum bleibst du nicht hier? Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt in Mumbai oder ich bin in Hyderabad oder ich bin in anderen indischen Städten und Projekten, aber ich bin hier. Sei es eine Woche oder 2 Monate an manchen Orten, aber es war wirklich immer den Eindruck und die Gewissheit, nicht nur den Eindruck, dass ich am richtigen Ort bin und das Richtige tue. Und wo ich dann was gecheckt habe, habe ich mich einfach gut gefühlt. In Indien hat sich dazu ergeben, dann, dass ich auch meinen ersten Vipassana-Meditationskurs gemacht habe. Vipassana ist diese buddhistisch inspirierte Meditationstechnik, die man in 10-Tage-Kursen lernt, wo man nicht reden darf, nicht schreiben, nicht lesen. Also ist man völlig isoliert von der Außenwelt, ohne Internet, ohne Computer natürlich und so weiter. Und man meditiert 10 Stunden pro Tag. Wow. Das ist ziemlich hardcore. Wo ich davon erfahren habe, vor dem ersten Kurs, habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Das ist sicher, ich liebe es zu reden und viele Dinge zu tun und jeden Tag um 4 in der Früh aufzustehen, um zu meditieren. Aber es ist gegangen. Das erste Mal war sehr schwierig und ich habe das während meiner ersten Indienreise gemacht und ich habe bemerkt, das hilft sehr im Alltagsleben. Das heißt, in diesen 10-Tage-Kursen lernt man eine Technik, die man dann täglich verwenden soll, um gute Ergebnisse zu haben. Und ich habe dann begonnen, 1 Stunde am Tag zu meditieren. Und vor allem in Indien war es sehr hilfreich, weil Indien so ein verwirrendes Land ist, wo bis auf die Ashram, wo man Yoga und Meditation praktizieren kann, dann ist draußen meiner Meinung nach in den meisten Fällen der totale Chaos, menschlich gesehen und da so viele Orte, die von der Umwelt her ziemlich zerstört sind, Müll überall, schwierige Verhältnisse, Straßenkinder, kranke Leute auf der Straße, das ist total verwirrend, manchmal einfach so unterwegs zu sein, wie ich es gemacht habe. Und mit der Meditation habe ich mich nicht nur beruhigt, habe irgendwie
verstanden, dass es alles ein Teil des Lebens ist und dass man, wenn man das gut und objektiv betrachtet, mit allen damit gut umgehen kann und dann man versucht, solidarisch zu reisen oder danach zu leben und etwas zurückzugeben, was man von den Leuten bekommt, oder einfach zu geben, was man hat. Das heißt, es war wirklich ein Prozess, sowohl, wo ich Meditation und Yoga gemacht habe in den Ashrams, aber dann die Feuerprobe war draußen, weil in einem Ashram irgendwie ruhig zu bleiben, wo alle singen und dort miteinander sind, ist relativ einfach, sage ich mal, draußen, sei es in Indien, aber sei es auch in Europa, wo irgendwie die Verhältnisse zwischen Menschen teilweise sehr schwierig sind, hier Ruhe zu bewahren, sich gut zu fühlen und trotzdem nicht passiv, aber engagiert für sich selbst, für die Gesellschaft und so zu bleiben und zu werden, das war für mich wirklich etwas, was ich gelernt habe und bis heute weiter. Also ich habe im Laufe der Jahre, sei es in Indien, dann hier in Italien, mehrere von diesen Vipassana-Kurse gemacht, also insgesamt 5x10 Tage und auch längere Zeiten als Server, also nur als Volontär in diesem Vipassana-Zentrum bin ich geblieben. Dort meditiert man 3 Stunden zumindest, wenn man Server ist und dann arbeitet man in der Küche oder Putzmann und so weiter. Und das waren immer wieder Momente, wo ich Energien und auch Konzentration getankt habe, aber das Ziel war klar, ich will kein Mönch werden oder ein Priester oder was weiß ich. Ich will dann in meinem Leben auf Reise oder in Italien was tun, für mich und für andere. Und die 2 Dinge sind so eng miteinander verbunden. Manchmal sagten mir die Leute, meine Mutter, du hast früher für Kinder gearbeitet oder du warst mit Straßenkindern, das hat für mich Sinn gemacht. Und wenn du 10 Tage allein meditierst, was bringt der Welt oder was bringt den Kinder? Du bist egoistisch. Und ich habe Jahre, Jahr versucht, meiner Mutter und vielen anderen Leute zu erklären, wenn ich im Gleichgewicht bin, und das lerne ich vor allem in einem Meditationskurs, kann ich dann viel besser mit den Straßenkindern arbeiten oder was tun, mit dir, also mit meiner Mama, mit meiner Familie Beziehungen haben, mit anderen Menschen, das ist so eng verbunden. Also Dinge, die auf der ersten Sicht egoistisch sind, helfen dann, ein gutes Gleichgewicht über Jahre zu haben. Das habe ich sehr oft gesehen auf Reise. Es gibt Menschen, die verlassen ihren Job. Auf Reise ist das Leben urgeil, es ist alles super, Euphorie. Die kommen zurück nach Hause, totale Depression, unzufrieden. Ich hasse dieses Leben, ich kann mich hier nicht mehr einleben. Was mache ich? Nur auf Reise bin ich glücklich. Das fand ich katastrophal, wo ich das von anderen Menschen gehört habe. Ich habe gedacht, ich will nicht nur glücklich und froh und euphorisch auf Reise sein. Ich will das im Alltagsleben. Und das war für mich wirklich der Unterschied. Im Vergleich zu anderen Menschen habe ich mir das erlaubt, Zeit zu nehmen nach der Reise. Nicht gleich zurück zu einem Job nach der Reise oder was weiß ich. Zeit nehmen, reflektieren, was man erlebt hat und dann nach und nach planen, was ist gut für mich und was ist gut für andere. Und in allem das ein gutes Gleichgewicht zu behalten. Und das war für mich dann immer das Geheimnis, wie ich über Jahre, also meine Zeit als Reisender, als Weltreisender, auf Etappen hat es praktisch 8 Jahre gedauert. Das war keine kurze Zeit. Ja, ja. Über 8 Jahre ein gutes Gleichgewicht zu behalten. Zwischen Zeit auf Reisen, Zeit in Italien und dann die dritte Seite war immer wieder zu arbeiten. Das muss auch dazu gesagt werden. Ist jetzt deine Reise vorbei oder geht sie noch weiter? Wo stehst du denn jetzt gerade in deinem Leben? Ja, meine Reise ist gerade zu Ende. Noch ein kurzer Rückblick zu diesen 8 Jahren. Ich habe nach 7 Jahren irgendwie gedacht, das war's für mich. 7 Jahre war für mich wie ein Zyklus, der zu Ende gegangen ist. Nicht nur, weil man immer wieder redet von 7 Jahren, sondern ich dachte, alles ist eigentlich, es passt. In diesen 7 Jahren war ich eben in Südamerika, Indien, dann wieder Brasilien, dann war ich in Südafrika, dann war ich wieder in Indien und in Nepal und das war eine ganz spannende Reise, weil ich in der zweiten Indienreise all die Projekte wieder besucht habe, die ich vor einigen Jahren besucht habe. Die Projekte, wo ich
Spenden geschickt hatte, wo ich mit den Leuten Kontakt hatte. Es war wirklich, boah, es ist zu Ende. Der Kreis ist zu Ende. In diesen Jahren hatte ich so wenig wie möglich gearbeitet, also einen 6-monatigen Job bei der Expo, dieser Weltaufstellung in Mailand, und dann 2 Sommerjobs, also 2 Sommer als Reiseleiter in Norwegen. Das waren die einzigen 2 Erwerbsjobs nach dem Motto, so wenig wie möglich arbeiten und so viel wie möglich verdienen oder vor allem sparen, damit ich meine weiteren Reisen finanzieren kann. Mhm. Und deswegen auf die Frage, die oft gestellt wird, wie hast du deine Reisen finanziert? Also die ersten Reisen, das war mit meinen Ersparnissen, wo ich mit 30 losgefahren bin, hatte ich genug Geld auf die Seite, um mir die erste Südamerika-Reise und Indien-Reise zu finanzieren und dann immer wieder verdient. Also, dass ich schaue, dass ich immer ein bisschen Geld auf den Konto habe, ein bisschen mehr als was ich brauche und dann ohne große Angst zu reisen oder zu denken. Auf Reisen habe ich nie gearbeitet zum Beispiel. Das war für mich nur Volontariat, aber arbeiten dann zwischen den Reisen. Nach 7 Jahren habe ich gedacht, das war's. Natürlich habe ich die Weltkarte angeschaut, ich habe nur einen kleinen Teil davon gesehen. Aber es reicht mir irgendwie. Ich habe irgendwann verstanden, ich brauche nicht die ganze Welt sehen. Dieses Bedürfnis, wegzugehen, die Welt zu sehen, war ein starkes Bedürfnis, danach mich zu finden. Also, wer bin ich und was will ich tun? Und das hat sich ergeben nach einigen Jahren. Okay, ich kann reisen, ich kann glücklich auch in Italien sein, ich kann auch immer wieder arbeiten. Ich habe Vipassana als Meditationstechnik gefunden, Yoga, der mir auch hilft, und ich bin ein glücklicher Vegetarier. Und ja, es passt. Es ist nicht, dass in Australien war ich noch nie und in Nordamerika nicht. Das ist sekundär geworden. Viele andere Träume, die ich hatte, sind irgendwann weggefallen. Ich muss unbedingt den Jakobsweg machen. Jahrelang habe ich mir gesagt. Dann, Jahr nach Jahr, ich hatte die Zeit und nie den Jakobsweg gemacht, bis ich dachte, warum wollte ich das eigentlich tun? Vielleicht um einen spirituellen Weg zu beginnen, aber den habe ich begonnen auch ohne Jakobsweg. Das heißt, es ist irgendwie immer klarer geworden, ich bin zufrieden und ich will wieder zurück sein. Dann war die Frage, zurück wo? Wo ist jetzt mein Zuhause? Was will ich tun? Ja. 2016, wo ich schon begonnen hatte zu denken, was mache ich danach? Ich bin viel in Italien gereist. Mit Italien hatte ich jahrelang eine Liebe-Hass-Beziehung, weil ja, ein wunderbares Land, aber wenige Möglichkeiten und Politik gefällt mir nicht. Und ja, ich habe gedacht, reisen wir auch in Italien, und ich war in Sizilien, das ist die Heimatinsel meines Vaters, der dann in die 60er Jahre nach Italien ausgewandert ist. Und in Catania, in seiner Heimatstadt gemacht, genau bei, das waren die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die mit den Booten angekommen sind, direkt gerettet wurden und dann mit den Booten zum Hafen von Catania gebracht, und dort war ein Erstaufnahmezentrum. Und das war für mich so spannend, aber wieder so ein Schock zu sehen, wie diese Kinder oder Jugendliche in Italien angekommen sind, nach vielen Monaten des Reisens, oft durch die Wüste und mit katastrophalen Zustand und dann das Mittelmeer, und da sind sie plötzlich, um dort für sie zu sein. Das war spannend. Ich habe eigentlich nur eine kurze Erfahrung gemacht, das waren nur 10 Tage in diesem Zentrum, und ich habe gedacht, wenn ich wieder in Italien bin oder arbeite, möchte ich mich um sowas kümmern. Also ich möchte mit Migranten arbeiten, weil ich viele Jahre selber ein Migrant war. Ich war 1,5 Jahre in Deutschland, 5 Jahre in Österreich, 1 Jahr in Kosovo und dann 3 Jahre lang ein privilegierter Weltmigrant, nur weil ich einen italienischen Pass habe, womit ich überall auf der Welt reisen darf und ich genug Geld hatte, um das zu tun. Deswegen habe ich gedacht, ich wurde mit so viel Liebe und Zuneigung und Hilfsbereitschaft aufgenommen in hunderten Orten weltweit, ich will jetzt was zurückgeben. Das heißt, ich habe über 1 Jahr gewartet auf einen Job in Genua, und mein jetziger Job also ist in Genua, das ist eben 50 Kilometer von hier am Meer. Es ist ein großes Zentrum
in ein Don Bosco-Zentrum, also das ist auch eine andere Sache, die mich seit vielen Jahren in Verbindung bringt mit dieser Ordensgemeinschaft. Also es sind katholische Priester, die Salesianer Don Boscos, und der Gründer war Don Bosco, dieser italienische Heilige des 19. Jahrhunderts, sehr arm aufgewachsen, und dann ist er Priester geworden, damals in Turin. Es war die erste Zeit von Fabriken, und wo viele Kinder aus den Dörfern kamen, und die landeten auf der Straße oder im Gefängnis. Und er sagte, ich will kein Priester für Reiche sein, ich will ein Priester für die Kinder und für die Jugendlichen in Not sein. Und das ist dann weitergegangen, die Mission der Salesianer geht weiter. Es gibt Salesianer in 132 Ländern weltweit und mit Tausenden von Schulen und Zentren. Und in einem solchen Zentrum arbeite ich auch in Genua. Das heißt, es gibt eine Grundschule, eine Mittelschule, eine Berufsschule, ein Jugendzentrum, ein Kino, ein Theater. Das ist wirklich eine kleine Stadt in der Stadt. Und dazu seit einem Jahr ein Zentrum für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und da arbeite ich als Betreuer. Eben Kindern und Jugendlichen. Es sind im Moment 18, zwischen 14 und 17 Jahren alt. Und das war für mich wirklich ein Wahnsinn, weil ich dachte, wow, in Sizilien, wo ich wovon geträumt habe, das war so eine entfernte Möglichkeit. Aber 3 Jahre danach hat sich dann der Traum wieder realisiert. Und das war für mich so spannend, weil ich in diesen Jahren immer wieder Momente von fast Visionen hatte. Also mit offenen Augen oder auch mit geschlossenen Augen, wo ich mich irgendwie visualisiert habe. Und da bin ich dazu gekommen. Ich denke nicht mit Zauberei oder wow, es hat sich alles realisiert, aber mit Arbeit im Sinne, ich habe dafür gearbeitet, ich habe mich dafür beworben, in Genua einen Job zu bekommen und ein Jahr gewartet, weil zuerst nicht möglich war, das Zentrum zu öffnen, aber am Ende ist der Traum Realität geworden. Und das ist wirklich das Spannendste, was ich aus diesen letzten 10 Jahren mitnehme. Viele Dinge, die ich für unmöglich gehalten habe, sind Realität geworden. Es ist eben nicht nur oder vor allem nicht Zauberei oder was weiß ich. Man muss den eigenen Beitrag leisten, aber dann Wunder geschehen. Und es ist voll spannend, Träume zu sehen, zu visualisieren und dann zu realisieren. Also das ist wirklich, was am meisten mein Leben verändert hat und dann auch glücklich gemacht hat. Dinge zu tun, die vor 10 Jahren dachten, na, tu das nicht, ich schaffe das nicht, und dann kann man das doch. Lass uns doch ein bisschen drüber sprechen. Was ist quasi dein Geheimnis, dass das möglich gemacht hat? Also in den 10 Jahren, die ich dich kenne, ist mir bei dir immer aufgefallen, oder ich hatte immer den Eindruck, dass du so eine unglaubliche Klarheit hast in deinen Entscheidungen. Und bei mir ist jetzt auch, wie du erzählt hast, irgendwie so das Gefühl entstanden, dass der Zeitfaktor so wichtig ist. Ja? Also dass das, was du anders machst als andere Menschen, ist, dass du den Dingen Zeit gibst, sich zu entfalten. Siehst du das so als quasi Erfolgsgeheimnis bei dir, oder gibt es da andere Dinge auch noch, wo andere vielleicht auch davon lernen könnten? Ja, also Zeit ist wirklich ein Schlüsselfaktor. Das war für mich klar. Wenn ich was verändern will, muss ich mir dafür Zeit nehmen. Und eben nicht nur zum Reisen, aber nach dem Reisen. Und das habe ich auch früher erwähnt. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu vielen anderen Reisenden, die ich kenne. Es gibt die Reisezeit und dann zurück zum normalen Leben, Jobleben oder was weiß ich. Um Dinge zu verstehen, braucht man Zeit. Oft ist in unserer Gesellschaft komisch, lange Zeit zu haben, ohne nichts zu tun. Ich kann mich wirklich erinnern zwischen den Reisen, wo die Leute sagen, ja gut, jetzt bist du gereist, und was machst du eigentlich? Ich sagte, in diesem Moment arbeite ich nicht aus Wahl, das ist meine Wahl, das ist meine Entscheidung. Ich habe ein bisschen Geld auf die Seite und ich verwende das nach und nach, ohne irgendwas zu kaufen, aber ich weiß, dass ich mir damit Zeit kaufen kann, weil Geld kann auch sehr hilfreich in diesem Sinne. Was tue ich? Ich genieße die Zeit mit meinen Eltern nach vielen Jahren, wo ich weit weg war. Ich habe wirklich dann viel Zeit mit meinen Eltern verbracht. Ich besuche meine Oma. Ich gehe dann zu meiner Tante. Also wo mich gefragt haben, wie ist dein normaler Tag? Ich stehe auf, 2 Stunden Yoga und Meditation, dann frühstücke ich, dann
spreche ich mit meinen Eltern, dann gehe ich meine Oma besuchen, dann gehe ich zur Tante, die niemand besucht, weil keine Zeit dafür ist von den anderen Verwandten. Und dann schreibe ich ein bisschen mein Buch und dann halte ich einen Vortrag und dann gebe ich ein bisschen Englisch Nachhilfe, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und so sind eigentlich Monate und insgesamt Jahre vergangen, wo ich immer den Eindruck hatte, ich mache etwas, was für mich viel bringt, auch für andere Menschen, ohne diesen Zeitdruck oder ohne diesen Leistungsdruck. Wenn du keine Erwerbsarbeit hast, bist du nichts oder du verdienst nichts, was ist dein Leben wert oder du kannst dir nichts kaufen. Ich habe bemerkt, nicht mehr als Antikonsumist, also theoretisch. Ich habe einfach bemerkt, ich brauche viele Dinge nicht. Ich will sie nicht. Warum soll ich Geld ausgeben für Dinge, die ich nicht brauche und die ich nicht will? Früher war das sehr aus Antikapitalismus, wir müssen nichts kaufen, weil es schlecht für die Umwelt. Jetzt ist viel besser. Also ich fühle mich auch viel entspannter, weniger kämpferisch in diesem Sinne, dass ich anti diese. Ich bin eher für diese und für das. Ich bin dafür, dass man gut leben kann, ohne viel zu besitzen. Ich bin auch realistisch genug zu sagen, Geld ist hilfreich für manche Dinge, weil Reisen ohne Geld wäre viel anstrengender gewesen oder limitierter in der Zeit. Ja, aber man kann ein gutes Gleichgewicht. Und im Fokus, im Zentrum sind geblieben, also mich als Person, als Mensch, der sich entwickelt, um menschliche Beziehungen. Und für menschliche Beziehungen braucht man Zeit. Mhm. Um die Oma, Tante, Freundin, Freund über Jahre zu begleiten, um dort zu sein, braucht man Zeit. Ja. Ich habe mich oft gefragt, boah, ich könnte in dieser Stunde ein Buch lesen, einen Film schauen, einen Spaß. Ja, aber es gibt Menschen und ich fühlte mich immer so privilegiert, Menschen um mich zu haben. Und das war spannend, dass eigentlich traurige Momente wie der Tod meiner zwei Omas sind, in den letzten Jahren beide gestorben, ich war dabei. Ich war nicht auf Reise und ich konnte sie auch in den letzten Wochen, Tagen wirklich dort begleiten. Und es war schön, dass ich Zeit hatte und dass ich nicht irgendwo auf Reise war, aber nicht eine Arbeit gehabt hätte, wo ich keine Zeit für sie hatte. Und deswegen habe ich wirklich gelernt, ich bin privilegiert, weil eben nicht alle können sich das leisten oder wollen das oder nehmen sich die Zeit dafür. Aber Zeit zu haben ist so wertvoll, um Freunde zu besuchen. Es war jahrelang so, ich habe mittlerweile wirklich Freunde in ganz Italien. In Turin, in Mailand und in Bologna und in Rom sagen, komm mal mich ein paar Tage besuchen. Und für Leute, die arbeiten, einen Gast zu haben, ist schön. Und ich versuche das jetzt zurückzugeben, weil wo ich nicht gearbeitet habe, hatte ich wirklich Zeit, zu den Leuten zu gehen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Oder nach Wien. Ich war praktisch jedes Jahr in Wien oder längere Zeit in Österreich, dann war es ein Monat hintereinander. Und Freunde besucht, die ich jahrelang nicht gesehen hatte. Das heißt, Zeit war wirklich so wichtig, um gleichzeitig Zeit richtig zu nutzen, aktiv. Also ich hatte keinen Tag, wo ich mich gelangweilt habe oder wo ich dachte, es bringt gar nichts. Mhm. Man muss auch lernen, diese Zeit gut zu verwenden, weil bei anderen Menschen klappt es vielleicht nicht so gut und die sagten mir, ich hatte einen Monat frei und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich fühlte mich so nutzlos und ich habe nur noch davon geträumt, wieder einen Job zu haben oder irgendwas. Man muss auch gut lernen. Aber auch eine bestimmte Disziplin, was Yoga und Meditation betrifft, jeden Tag 2 Stunden existieren nicht. Die sind nur für meinen spirituellen Weg, weil es hat auch damit Spiritualität zu tun. Und das sind für mich voll wichtig, wie viele andere. Und da hatte ich den Eindruck, die Zeit vergeht sehr schnell und ich mache viele gute Dinge für mich und für andere und es passt so. Es muss nicht unbedingt was anderes werden. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind denn eigentlich deine Kraftquellen? Also wo nimmst du die Energie her, diese Dinge zu tun, dich darauf einzulassen? Hat das zu tun mit der Meditation und hat das auch zu tun mit deinen sehr starken Beziehungen, die du zu anderen Menschen pflegst und aufrechterhältst? Ja, definitiv. Aber was ich auf Südamerika gelernt habe,
war zuerst die Natur zu lieben. Mhm. Die große Veränderung kam durch die unglaubliche Schönheit der Natur. Deswegen werde ich Südamerika, egal ob ich zurückreise oder nicht, immer in meinem Herzen sein, weil ich in Südamerika Momente hatte des Staunens. Der Wahnsinn sind diese Hügel mit 7 Farben und totale Stille. In eine andere Richtung gewandert, ohne ein Ziel zu haben. Also einfach ein bisschen Wasser, Tomaten, Avocado, es gibt einen Weg und ich bin allein unter der brennenden Sonne und dann bin ich an diesem Hügel mit 7 Farben, also ist alles so gelb, rötlich und so, die totale Stille, Augen zugemacht und dann hat die Meditation von selbst begonnen, aber es war die Natur, die das inspiriert hat. Einfach, dass ich mich so gut gefühlt habe in der Natur, in der Stille, schauen, was es gibt und dann innehalten und es passt. Es gab ein anderer Moment auf dem Titicacasee, Sonnenuntergang auf 4000 Meter, wo ich zum ersten Mal richtig gedacht habe, schau, soll ich morgen sterben? Passt. Mhm. Überhaupt kein Problem. Also, das ist nicht, dass ich sterben will oder dass ich mir das wünsche. Nein, aber ich bin so froh und ich fühle mich so vollkommen in der Natur und in dem, was ich tue, dass es passen würde. Ja. Und vorher, also jahrelang, wenn du kennst mich erst seit 10 Jahren, aber für die anderen Jahre war ich eher der Mensch, wo ich sagte, ich habe nicht genug erlebt, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich nur Zeit und dafür. Ich war eher ein unzufriedener Mensch, der immer den Eindruck hatte, die anderen haben es besser oder dass sie mehr erlebt haben. Oder das. Und da kam dieser Moment in Südamerika, wo ich dachte, boah, ich habe alles, was ich mache, ich bin angekommen, die Reise wird weitergehen, aber diese Ruhe, diese Zufriedenheit in verschiedenen Intensitäten aber hat mich nicht mehr verlassen. Also wirklich diesen Moment genießen, wissen, dass es wahrscheinlich weitergeht, aber es könnte auch nicht weitergehen und das Beste daraus zu machen, ohne immer zu viel zu planen, aber die Alternative ist da gar nichts zu planen. Das ist ein gutes Gleichgewicht. Ich mache viele Pläne, aber ich bin auch flexibel genug, um sie zu ändern, wenn es dann nicht funktioniert. Ja. Das heißt, Südamerika war diese Natur, diese Meditation, die wie von selbst gekommen ist. Indien war dann eine Technik, eine Art, das zu tun. Mhm. Eine sehr praktische Vipassana. In Vipassana geht es darum, den Atem zu beobachten, um eine bestimmte innere Ruhe zu haben und dann Körperempfindungen vom Kopf bis zu den Füßen. Das hat nichts mit Mantra zu tun, mit komischen östlichen Dingen, die Folkloristen. Nein, das hat mit meinem Körper, mit mir selbst zu tun. Und das jeden Tag. Ja, das heißt, das hat sehr dazu gebracht. Und dann muss ich sagen, in Italien sind praktisch alle Katholiken oder die wachsen so. Aufgewachsen, ich auch, und für viele Jahre war ich sehr gegen die Kirche als Institution, aber dann als Mensch, der viel mit diesen Salesianern, also auch mit Priestern gearbeitet hat, im Sozialbereich, im Erziehungsbereich, im Bildungssystem, habe ich irgendwann bemerkt, ja, es ist für mich klar, es gibt einen Gott, ich weiß nicht, wie er es ausschaut und in welcher Form, aber ich bin losgereist, dass ich nicht an Gott geglaubt habe und ich bin am Ende meiner Reise, wo ich daran glaube. Und der Glauben in einer erwachsenen Form, die nicht mit Ritualen zu tun hat oder nicht nur, es ist etwas, was sehr befreiend ist für mich. Also es ist nicht, dass ich denke, ich kann alles tun, ich gehe dann, es gibt einen Himmel und es ist unabhängig von mir oder ich bete nur um gute Dinge passieren. Ja. Das ist so oder nicht nur so. Aber ich spüre wirklich, dass dieses Leben nur ein Teil einer Existenz ist, die weitergeht. In welcher Form, ob sich wiederholt oder ich weiß nicht. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass es weitergeht. Und das gibt mir wirklich viel Ruhe und ich bin viel entspannter, auch was den Tod betrifft, als etwas, was sicherlich passieren wird, aber für mich auch nicht das Ende, sondern eher ein Neubeginn ist. Und ich habe vor 5 Jahren dann
mein Testament zum ersten Mal geschrieben. Ich war damals 34. Okay. So, weil ich hab meine Leiter gesagt, ich habe mein Testament geschrieben. Ah, warum? Ich bin da so. Ich weiß, ich erschreibe Testament. Andere heiraten und haben Kinder und so. Testament. Die Momente, wo sie wirklich nicht mehr glauben, dass ich ein normaler Mensch bin, ich sage, ja, weil ich akzeptiere den Tod, dass etwas, was passieren wird. Und falls es passiert, wo es unerwartet ist, ich will irgendwie noch eine Botschaft. Mein Testament ist ja eine Botschaft an meine Eltern und an die Menschen, die ich liebe. Eine Dankbarkeitsbotschaft, um mitzuteilen, ich glaube, dass es weitergeht. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, seid nicht traurig, weil ich verstehe, das ist sehr menschlich, aber ich denke, es wird weitergehen. Also keine Sorge, wir sehen uns wieder. Und das ist für mich sehr befreiend. Jedes Jahr zu meinem Geburtstag zerreiße ich das Stück Papier und ich schreibe es wieder und ja. Eigentlich verändere ich kleine Dinge, wenn ich merke, dass das der Fall ist. Und ich spüre, dass am Ende dieses Rituals, ich bin bereit fürs neue Jahr. Ich bin bereit für das, was kommt. Und ich hoffe, ich werde ein gutes, langes Leben haben. Aber falls es nicht ist, es wird für mich keine totale Tragödie oder keine schreckliche Überraschung. Mhm. Und das ist etwas, was für mich total unfassbar ist, wenn ich zurückdenke an, wie ich vor 10 Jahren war. Also, wo ich viele Ängste hatte und an wenig Glauben und eher unzufrieden mit mir war. Das heißt, egal was ich jetzt tue oder nicht tue, ich hoffe, mein größter Wunsch und wofür ich arbeite, dass diese innere Ruhe, diese Zufriedenheit weitergeht in allen nächsten Lebensetappen, die kommen werden. Marci, das ist so ein schöner Gedanke jetzt, ja, dass ich irgendwie denke, ich glaube, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. So schön, wie du das beschrieben hast, denke ich mir, kann man eigentlich gar nichts nachher mehr dazu sagen. Darum möchte ich dir einfach nur... Ich finde es ganz spannend, weil indem ich diese Dinge erzähle, reflektiere ich sie noch einmal und... Ja. Dinge, die mir teilweise nicht so klar sind, werden auch dadurch viel klarer. Also ich bin auch sehr dankbar, weil ich nach diesem Gespräch den Eindruck habe, es war wieder eine Art Meditation, Reflexion über einen Teil meines Lebens und auch, was ich daraus gelernt habe. Und es hilft immer wieder klar zu sein, auch im Moment in der Unzufriedenheit oder der Traurigkeit. Und es kommen. Ich habe auch solche Momente, wo ich wirklich denke, wow, was habe ich gemacht? Aber dann zurückzuschauen und denken, gut, es hat seinen Sinn und vor allem soll ich diese Freude nie verlieren, die ich gesammelt habe und diese Dankbarkeit. Deswegen ist es immer sehr hilfreich. Also die letzten 10 Jahre waren absolut spannend und ich freue mich auf die nächsten 10, 20, was haben wir. Marci, deine Freude ist so ansteckend, ja, deine Lebensfreude, deine Dankbarkeit und auch wie du immer wieder den Blick einfach auf das richtest, was gut ist in deinem Leben. Ja. Ich kann mir dich gar nicht vorstellen als unzufriedenen Menschen, habe dich auch nie so erlebt. Nicht? Und aber so wie du jetzt diesen Weg beschrieben hast, ja, denke ich mir, dieses einfach immer wahrnehmen, hey, was ist in der Situation in dem Moment jetzt eigentlich super toll, ja, und nicht, was könnte sein oder was hätte jetzt vielleicht jemand anderer oder wäre es jetzt im Hotelbett feiner als irgendwo auf dem Boden oder so, sondern immer zu realisieren, hey, was ist da eigentlich alles an Geschenken da, ja, die das Leben bringt, die Menschen bringen, die Natur bringt und die du auch auf so vielfältige Art und Weise den anderen durch deine Volontariate und auch einfach durch dein positives Sein gibst. Ja. Also ich finde das unglaublich bereichernd und ansteckend. Jetzt muss ich dir doch noch eine Frage zum Schluss stellen. Gibt es irgendwas, für das du Mut brauchst? Ich brauche jetzt Mut, um zum nächsten Schritt zu gehen, der für mich in dieser Zeit heißen könnte, eine Beziehung aufzubauen, also wieder eine Freundin zu haben, eine Frau zu finden, mit der ich eine Familie eventuell gründen könnte oder möchte. Also ich fühle mich bereit für diesen Schritt, nicht nur, weil ich 39 Jahre alt bin und ich den Druck von meiner Leitung habe, das ist sekundär. Ich fühle mich bereit, aber ich denke, ich brauche dafür Mut, weil das ist wirklich wie eine neue Reise. Und eine Reise, wo ich nicht mehr allein mit meinem Rucksack bin,
und durfte deswegen, wo ich nicht so viele Kompromisse machen muss, mein Rucksack, ja, kann mir ein bisschen schon beeinflussen, aber ich war vor allem nicht der, der den Weg gefunden hat. In einer Beziehung, vor allem später mit der eigenen Familie, muss man wirklich noch einen Schritt weiter gehen, sich öffnen, einige positive Kompromisse machen. Und ich bin voll gespannt auf das, wenn es kommen wird. Und ich weiß, ich brauche aber dafür auch schon ein bisschen wieder Ermutigung von mir selbst und von anderen. Ja, du kannst das schaffen. Und ja, das wird spannend. Du wirst es ganz bestimmt schaffen und so wie ich dich kenne, dann auch ganz genau zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Art und Weise, weil du auch weißt, wie man darauf wartet und wann es passt und so. Also auf jeden Fall wünsche ich dir dafür alles Gute. Ganz, ganz lieben Dank, dass du beim Mood Talk warst. Das war super, super spannend, dir zuzuhören. Und ich finde einfach die Energie, mit der du erzählst und die Freude, die du verbreitest, doch unglaublich ansteckend. Danke, Marcel. Ja, ich danke dir, dass wir uns schon seit 10 Jahren kennen und dass wir unsere Freundschaft immer weiter gepflegt haben, weil in diesen Jahren haben wir uns immer gesehen und ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten war ich in Wien und habe mich dafür eingeladen, diesen Mood Talk zu machen. Und ich bin sehr froh, dass wir das realisiert haben. Und ich hoffe, ich komme heuer ja wieder nach Wien im Herbst oder so. Und da sehen wir uns. Das hoffe ich auch. Da sehen wir uns dann wieder. Persönlich weiterreden. Genau. Aber es hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Okay, dir auch, Marci. Alles Liebe. Ciao, Baba. Ciao.